Jo Leute und herzlich willkommen auch wieder zurück zu einer weiteren Folge von Dark Orbit Reloaded. Und ja, natürlich bin ich gerade wieder am Schauen, was so los ist. Und da ist tatsächlich was. Da ist eine Base auf der 27 und die werden wir uns jetzt mal versuchen zu holen. Nebenbei schaue ich mal kurz, ob ich hier alles aktiviert habe. Die gelben Raketen. Na, wir brauchen die Sub-Raketen. Wir brauchen dann da noch die fetten Raketen. Die Raketen lassen wir so heraus. PLD-8 haben wir da. Okay. Konfis sind alle aufgeladen. Nein, sind es nicht. Sind sie nicht. Okay, den können wir uns aber holen. Passt. Und wir verschwinden schon wieder. Bevor uns die Base da... Ja, okay, jetzt habe ich mich verklickt. Bring das Smart-Bomb. Und die Base ist leider zu. Ja, ist eh klar. Schießen auf mich. Ah, er kommt doch nicht raus. Okay, egal. Aber wir können ja auf jeden Fall mal unsere Runden abfliegen. Und ja, was mir gerade einfällt, das ist ja schon unsere 50. Dark Orbit Folge. Und ja, wir schauen auf jeden Fall mal, wie weit das noch gehen wird. Jetzt sind wir schon mal bei der 50. Noch weitere 50 und wir haben eine 100. Folge. Mal schauen, was sich dann noch alles tut. Was wir noch alles verbessern können. Und wie wir noch was spannender machen können. So. Wenigstens platzt einer. Ha! Perfekt. Gut, wir sind auf 27, mehr scheinen da jetzt nicht da zu sein, also erkunden wir trotzdem mal ja, die 28. Und, was? 36 war auch eine Base? Wieso habe ich die nicht gesehen? Na scheiße. Egal, wir fliegen auf jeden Fall mal auf die 28 an die Base. Nein! Verklickt! Ach Gott! Total verklickt. Ja, und den bekomme ich auch nicht mehr. Scheiße. Oder? Ich bin zwar direkt neben. Ja. Ja, okay. Nein, backt schon wieder ein bisschen rum. Und ich habe gerade den nächsten Fehl gemacht. Na egal. Ich habe einfach zu wenig Platz da draußen. Und deswegen ist das Ganze doch scheiße. Aber egal, wir brauchen das eh nicht so. Wir schauen uns trotzdem ein bisschen mal um auf den Karten jetzt noch, was sich wo, wie, wann befindet, was ich so getan habe. Ich habe jetzt eine lange Zeit nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt wirklich wieder so eine Woche habe ich, glaube ich, lange schon Pause wieder gemacht. Vielleicht sind sogar schon knappe zwei. Ja, ich spiele ja nicht allzu oft. Wir machen mal den Chat auf. Ja, was willst du? Du, verfolg mich. Verfolg mich nur, weil Gatekämpfe mag ich überhaupt nicht und die mache ich auch nicht. Ich mache sicher keine Gatekämpfe. Nur weil du das so willst. So, den können wir uns aber holen. Komm schon. Hey, ich habe ihn geslowt. Warum? Alter, ich habe ihn geslowt. Und er platzt nicht. Was soll denn das? Warum hat die Slow-Rakete jetzt nicht bei dem gewirkt? Was soll denn das jetzt? Wieder eine Uridium-Verschwendung. Egal was ich mache, es wird immer irgendwas verschwendet. Na gut, aber egal. Damit müssen wir wohl leben. Und jetzt brauche ich noch, immer noch 7 Zitadels. Zitadelle brauche ich noch 7 Stück. Und wo wir die finden werden. Oh, eine Einladung. Einladung. Ja. Da war sie. Da war mal eine Einladung. Ach ja. Schreiben tut auch keiner, oder? Irgendwas? Nö. Ein Sam ist aber online. Und irgendwas wird da schon. Ja. Da wird schon wieder rumgeschrieben und in die Tasten gehauen. Mehr aber auch nicht. Wir können auf jeden Fall mal wieder auf die 4-5 schauen, was sich da so tut. Und mit den Events schaut es ja nicht wirklich spannend immer aus. Manchmal ist gar nichts, manchmal ist irgendwie zu viel, aber auch nur Schrott.
Aber ich muss ehrlich gesagt mal wirklich da mal wieder versuchen, ein bisschen mitzumachen bei diesen Events. Das heißt, ich versuche mich mal da wieder ein bisschen mehr in diese Events hineinzuschlängeln und mitzumachen. Und ja, egal. Bis dorthin wird es doch noch lange dauern, bis es so weit sein wird. Da drüben ist ein... Oh, den kann ich nicht mehr angreifen. Scheiße, er hat Glück gehabt. Hey, das war eh, glaube ich, dasselbe von vorhin. Ich kann mich nur an Spektrum-Design erinnern. So, 4-5. Das ist ein Uber-Kristallon. Wo fliegt der hin? Der verfolgt... Ah, die verfolgen alle irgendwas. Ja, hallöchen. Darf ich dich angreifen? Ja, ich darf dich angreifen. Na, wie schön. Ich habe schon wieder gedacht, es buggt schon wieder und ich darf gar nichts mehr machen da. Ach, wir holen uns einfach mal das Uber-Kristallinchen. Und gehört das mir? Geht sich das aus? Ja, natürlich geht sich das aus. Und jetzt, der Uber-Kristallon ist da. Wir könnten, ja, ich bräuchte ihn noch für die Quest. Irgendwie noch, wie viele? Die Quests sind ja auch schon ewig lange offen. Mit dem Uber-Sibelon habe ich auch noch nicht weitergemacht. Mit nichts habe ich in letzter Zeit eigentlich weitergemacht. Aber egal. Egal. Ich schaue mich da jetzt noch um. Ja, da ist ja eh schon wieder einer. Ist der überhaupt da? Ich glaube nicht. Aber ich werde auf jeden Fall gerade attackiert. Und das war die Attackierung. Das war's auch schon. Mehr hatten die auch nicht drauf, naja. Schade. Na gut. Und egal. Kann man halt nichts machen. So. Es ist schon wieder nichts los. Ich bin am Verzweifeln. Langeweile pur hier im Orbit. Mehr ist da nicht los. Ich meine, ich bin auch sehr wenig jetzt in letzter Zeit wirklich unterwegs. Und deswegen komme ich auch zu nichts. Kann ich mal irgendwelche Gates machen? Ach, da ist ja gar nichts. Ja. Wir wechseln auf jeden Fall mal bei den Aliens da die Raketen. Und ich überlege jetzt mal, wie wir als nächstes vorgehen werden. Oder ja, wir besuchen einfach mal die Venusenkarten. Sofern ich das irgendwie machen darf. Auf die. Hey, ich habe doch gerade die Raketen gewechselt. So. Wir schießen die noch da schnell weg, die Aliens. Und dann jumpen wir auf die Venusenkarten. Und dann gucken wir uns da halt mal. Ach komm schon, wie viele kommen denn da jetzt noch? Und jetzt noch mehr kommen dann. Na, ich springe auf die 3-6. Nee, das geht jetzt aber nicht, oder? Wenn da oben jetzt wieder was... Ah, okay, sehen wir, der ist nur unser Freund, der Uber-Kristallon. Und da drüben kommt unser Kollege, der Herr Boss-Kristallon. So. Confis können wir schon mal aufladen nebenbei, das ist doch schon mal perfekt. Und dann hoffe ich, dass da was Schönes ist. Auf der 3-6. Oder auch nicht. Ach, okay, wir spawnen ja da unten. Das heißt, wir müssen mal einen weiten Weg zurücklegen. Wow, das sind viele Slow-Minen. Ah, wir tarnen uns mal lieber. Da scheint was los zu sein. Da scheint wer zu sein. Und dann können wir uns den natürlich schön holen da einmal. Er scheint nicht wirklich zu ahnen, dass ich ihn angreifen will. Er versucht auf jeden Fall mal zu flüchten und sich zu reparieren, was ich hasse. Aber überlebt hat er nicht. Er hat nicht überlebt. Der Kubikon muss schon wieder erneut geschossen werden. Da unten ist einer. Der hat gerade einen Kubikon geschossen und ist auch schon wieder weg. So schnell kann es natürlich auch gehen mit einer Goliath. Und ja. Ah, da oben ist schon wieder was. Da ist ja schon wieder einer. Der wird auch bald verschwinden, ne?
Der wird von der Bildfläche ausradiert. Aber Venusen sind ja wenigstens mal ein paar online. Ach, unter uns ist ein Tani. Ah, er fliegt schon wieder weg. Den bekomme ich sicher noch irgendwie. Ja, ich habe ihn schon. Ah, EMP, EMP. Wow, das sind zwei. Ah, okay, okay, das geht, das geht. Komm schon, den holen wir uns jetzt da. Ich meine, ich spiele so ungern jetzt mit Erdis zusammen. Aber wir sind da auf Venusenkarten am Jagen. So, jetzt geht's. Habe ich den gar nicht mehr geklickt bekommen. Okay, und? Wo ist jetzt der Nächste? Der andere, der ist wohl anscheinend abgehauen, ja. Danke für deine kleine Hilfe. Hat mich aber jetzt doch ein bisschen überrascht, ja, dass der da jetzt aufgetaucht ist. Aber okay. Aber so ungern ich das... Ach, jetzt schaue ich wieder zurück. So ungern ich auch das mache mit anderen da irgendwie... anderen Firmen da jetzt so jagen zu gehen. Ich mache es zwar schon manchmal, beziehungsweise schon manchmal zu oft. Aber ich wollte jetzt nicht da jetzt fighten mit einem... Ja, du bist eh da, okay. Ja. Ich wollte jetzt trotzdem nicht gerade mit dir in diesem Moment mit diesen zwei Spielern da kämpfen. Ich wollte eigentlich gerade versuchen, alleine da Blatt zu bekommen, aber ist wohl nichts geworden. Gut, kann man nichts machen. Bleibt wahrscheinlich auch schon so. Aber hier ist ein schöner Spieler, der nicht mehr lange lebt. So, ja, du bist schnell tot. Du bist schnell tot. Dein Chriso auch, der wäre auch fast tot gewesen, du Armer. Ich will nicht wissen, wie lange du jetzt dafür geschossen hast. Auf jeden Fall ist das schon mal meiner. Ich hoffe, er ärgert sich nicht zu sehr. Und falls er mir da jetzt auch gerade irgendwie zuschaut dann, in diesem Moment. Es tut mir jetzt schon sehr leid. Komm schon, das kann jetzt aber schon meiner sein, oder? Ja, geht doch. Normalerweise warte ich immer, bis er weiß ist. Ah, bis er rot ist, aber er war jetzt weiß, also... gehört er dann noch manchmal einfach den anderen Spieler, auch wenn der schon lange tot ist. Aber auf 3-7 ist ja nichts los. Das ist wieder tote Hose. Und ja, Boost habe ich auf jeden Fall mal geschaut, dass ich wieder ein paar mehr dazu bekomme. Wenn ihr da genauer schaut, fehlt nur noch der Damage Booster und dann habe ich alles wieder doppelt. Ich habe immer nur die Verteiler Booster laufen gehabt, aber den normalen habe ich nie ersteigert. Und deswegen hat das halt jedes Mal ein bisschen gefehlt. Aber trotzdem habe ich es immer irgendwie geschafft. Die Minen, die backen aber rum, oder? Das sind jetzt schon die Backminen. Das backt schon wieder rum. Auf der 3.6 haben wir es gesehen. Ich glaube, da haben sie funktioniert. Auf der 3.7, da backen die mal wieder rum. Ja, wir schauen jetzt noch auf 3.3. Und wenn sich dort nichts befindet, gucken wir noch auf die 3.4. Und wenn da auch nichts ist, auf die 4.3 oder was auch immer. 3.4, 3.4, 3.4, 2.4. Und dann war es ja das dann auch schon wieder. Beim nächsten Mal werde ich halt mal wieder versuchen, ein bisschen mehr Spannung einzubauen. Jetzt fliege ich ja nur so ein bisschen wieder rum und versuche zu jagen. Mit einer neuen Konfigurationskonstruktion. Ich habe mir ja schon überlegt, das vielleicht zu einer Nuller-Konfi zu machen, aber das ist es nicht ganz. Ich weiß nicht, wie man dann noch immerhin auf so viel Schild kommen kann. Ich weiß gar nicht, wie viel Schilde ich jetzt überhaupt drin habe. Ich habe das wieder vor 2-3 Tagen erst umgebaut. Und haben jetzt einfach mal gedacht, wird schon passen. Locken wir sich einfach mal ein und schauen, was so rauskommt. Ja, ein Motor geht ja auf One-Shot. Ein Modörnchen, das geht ja auf einem Schuss. Das ist ja kein Problem. Da bleibt sogar die ganze Map da kurz. Na, eh nicht. Ja, ein Modörnchen geht auf einen Schuss, das ist schön. In der Speed-Konfiguration. Brauchen wir keine Damage-Konfiguration dafür. Bekomme ich die? Nein. Naja, war auch zu spät und wäre auch zu schön, um wahr gewesen zu sein. Aber egal, auf jeden Fall beende ich jetzt mal hiermit diese Folge wieder. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gut gefallen. Und ja... wenn ihr es neu dazugeschaltet habt, dann vergesst nicht das Abonnieren, weil dann könnt ihr immer mehr von mir sehen.
falls euch die Folge auch gut gefallen hat. Wenn nicht, dann schaut einfach mal meine anderen Playlisten durch. Es gibt ja schon genug andere Videos, die man sich angucken kann. Und ansonsten einfach mal wieder beim nächsten Mal wieder einschalten, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns halt wieder beim nächsten Mal.